giro giro giro, pizza pasta al mozzo. Giro giro giro, fanciulli mezzo. Giro giro giro, babbergo la split. Giro giro giro, lo hai na che vince. Giro giro giro, pizza pasta al mozzo. Giro giro giro, fanciulli mezzo. Giro giro giro. Ich frage mich auch, ob Pogacar das auf die Füße fällt, wenn er jetzt den Giro wieder so fährt. Ich dachte ja eigentlich, mein Gedanke war ja, dass wenn ich Pogacar wäre, hole ich mir ganz früh das gelbe Trikot. Rosa, ja. Oh, ja, genau, das rosa Trikot. Warte, jetzt muss ich kurz mich konzentrieren. Und warte, gleich haben wir es. Hole ich das rosa Trikot und dann geht das total gechillt an, damit er für die Tour frisch ist, weil er natürlich bei der Tour dieses Jahr so viele Chancen hat wie selten. Ja, aber genau das wird seine Strategie sein, also ich sehe das auch so. Der wird als Ziel haben, jetzt das Rosane zu übernehmen, wahrscheinlich auf der Etappe heute und ihm geht es gar nicht darum, Rosa zu übernehmen, sondern ihm geht es darum, Abstände auf die Konkurrenz schon mal rauszufahren, weil dann kann er easy das Rosane wieder abgeben auf den Flachetappen und dann kann er die anderen Teams arbeiten lassen und gleichzeitig hat er aber einen Vorsprung rausgefahren auf die anderen schon. Also das ist, glaube ich, das Ziel. Ja, ich dachte halt, dass er es halt total gechillt angeht. Nee, gar keinen Fall. Und Leben geht das. Sollen wir gehen? An. Wann? Jetzt. Ja. Das sieht gut aus. Ja, da kommen auch noch ein paar mit, das könnte gut gehen. Nee. Ich glaube, wir müssen das jetzt durchziehen. UAE hat irgendein Problem noch. Wen haben die? Ach, der ist der Fabro. Den Fabro kannst du jetzt natürlich nicht mitschicken als Fünften. Warum denn nicht? Der killt ja jede Gruppe. Nein. Natürlich. Mit dem UAE wird da jetzt voll fahren. Mit dem haben die natürlich kein Problem. UAE. Ja, ich fahre da nicht, wenn Fabro drin ist. Meinst du, Fabro ist das Problem? Ja, natürlich. Der ist Gesamtfünfter und ist der stärkste Fahrer von deinem Team. Also ich glaube, du musst dich entscheiden. Entweder fährst du mit Fabro. Okay. Wer ist denn dann das Problem? Der Lonardi ist Vierter. Ja, mein Gott, darf ich vielleicht, kann ich vielleicht was dafür? Dann kann ich ja gar keinen mitschicken, wenn wir alle so gut sind. Meine Güte. Ja gut, dann darf ich leider keinen mitschicken. Wir sind leider zu gut. Politikometer ist leider zu gut. Wir dürfen nicht in die Gruppe. Alles klar. Haben wir so ja, registriert. Ich hätte halt an deiner Stelle irgendjemand zurückfallen lassen mal. Hab ich doch nicht dran gedacht. Ich war voll auf Erfolg getrimmt. Ja, okay, so ist er, das Levin. Der Fuchs. Der ja. PCM-Fox, wie man ihn nennt. So, wir können jetzt ja auf hier auf unser Teasing, jetzt wo es so langweilig ist auf der Etappe, von der Etappe davor kommen. Und zwar haben wir ja angeteasert, wir nennen unsere Top 3 Lebensmittel. Wir können heute ja beide unseren Platz 3 nennen. Hast du dir da Gedanken schon gemacht? Ich verstehe immer noch nicht die Frage. Top 3 Lebensmittel. Brauchst du da eine Erklärung dafür? Ja, schon. Zum Beispiel Brokkoli. Okay, aber Gerichte oder? Nein, natürlich nicht Gerichte. Lebensmittel. Okay. Gerichte. Platz 3. So. Soll ich den Anfang machen? Ja, fang du an. Mein Platz 3? Eier. Stopp, Frage. Ist,
Ist Schnitzel ein Lebensmittel? Nein, Nein. natürlich nicht. Okay. So, mein Platz 3 sind Eier. Eier sind sehr vielseitig. Rührei, Spiegelei, weiches Ei, hartes Ei. Kann man alles machen. Eier sind sehr, sehr nützlich. Und ich bin sehr unglücklich, wenn ich meinen Kühlschrank öffne und es sind keine Eier mehr da. Deswegen Eier, Top 3 Lebensmittel, auf Platz 3 bei mir, die Eier. Du kannst Okay. deinen dritten Platz auch gerne auf der dritten Etappe erst Nee, bei veröffentlichen. mir ist es, ich kann, nee, ich sag das jetzt. Ich sag Okay. das jetzt einfach frei raus, frei Schnauze, so wie es ist. Ich habe Okay. da überhaupt kein Problem mit. Platz 3. Bananen. Bananen. Okay. Und jetzt? Willst du auch die Leute mal erklären, kann man was gewinnen? Willst du daraus Nee. ein Wortspiel basteln, ein Nickname oder irgendwas? Nein, ich finde einfach das Thema interessant. Aber Bananen ist natürlich, also was hältst du denn für eine Rede für Bananen? Also Eine was, Rede. also wie, also warum Bananen? Weil die. Hä? Was für eine Rede soll ich denn halten? Was Naja, wie, willst du warum denn? sind es bei dir Bananen? Also du musst ja Ach so. begründen. Weil Bananen super geiles Essen sind für Sportler, ist ein easy Frühstück und sind sehr magnesiumhaltig. Okay, gut. Ist das okay jetzt? Ja, das ist deine Reicht Rede es? halt sinnlos mit Fakten gefüllt, aber okay. Und Nee, das war sehr gut. ja. Bananen, ja, finde ich auch toll. Bananen mag ich auch gern. Wie stehst du zu Eiern? Gibt mir nicht viel, mag ich nicht. Also, Nur wenn es für als Schnitzelpanade. du könntest, ja, siehst du, dafür sind sie auch gut. Was machst du mit Bananen? Gar nichts. Du könntest. Ja, Schnitzelpanade. du könntest also eher auf Eier im Leben verzichten als auf Bananen. Nein, natürlich nicht, Ja, weil also. Eier ja so viel mehr Grundbasis sind für Eier, Sachen. siehst du, die sind richtig gut, ne? Mehl zum Beispiel natürlich, aber keine Ahnung, ich verstehe deine Frage nicht. Du hast ja irgendwas, du führst ja irgendwas im Schilde Ich gerade. führe nichts im Schilde. Wir machen weiter auf der Können nächsten wir, Etappe, dann nennen wir ganz unseren ehrlich, zweiten du Platz. musst jetzt mal aufhören, dein Slevin kocht da immer in dieses YouTube reinzubringen. Das interessiert keinen Schwanz. Wieso denn? Darf man das sagen auf Wieso YouTube? interessiert das Schwanz? keinen? Wer behauptet denn sowas? Weiß ich nicht. Also wirklich. Sag mal. Also. Bananen. Ja, wer mich richtig überrascht hat auf der ersten Etappe, ist der Honoré, der euch gerade hinterherfährt. Da kommt gleich eine Gruppe bei euch. Der ist in der ersten Gruppe angekommen, also in der Verfolgergruppe. Aber wenn Krass, ich oder? gerade richtig abfuckt, ist DSM, was wollen die denn? Wieso lassen die denn die Gruppe nicht fahren? Und Was was ist? DSM auch gerade macht, ist, dass sie Girmay wegfahren. Ja, stimmt. Aber der ist schon wieder da. Also schreibt in die Kommentare, ob ihr Bananen oder Eier besser findet. Nächste Nein, natürlich, Ausgabe. ah ja Gott, wenn du so kommst, oh mein Gott, In ich der verstehe halt nicht, nächsten was das soll. Ausgabe nennen wir dann unseren zweiten Platz. Das wird spannend. Google das jetzt, Top 3 Lebensmittel. Nein, du googelst gar nichts. Wieso? Wie, hä? Wieso denn? Du sollst deine eigene Meinung nennen. Können wir uns jetzt über Radsport Ja, unterhalten? okay. So. Jemand, der mich auf der ersten Etappe enttäuscht hat. Drei Ja. Fahrer. Drei Fahrer haben dich Erstens enttäuscht. Bardet. Ja. Bardet. Zweitens Arensmann. Und drittens Plapp. Ja, aber der Plapp, der hat schon ganz oft enttäuscht. Das ist einfach keiner, der, also von dem halte ich nichts mehr mittlerweile. Der wird so Woods oft hat an mich Bergen enttäuscht. abgehängt, wo ich mir denke, meine Güte, da sind noch 50 Leute vorne, er wird abgehängt. Nummer 4 ist Woods für mich. Ja, Woods hat mich enttäuscht tatsächlich. Und ich muss es sagen, obwohl der jetzt kein Siegkandidat war, aber der enttäuscht mich schon die ganze Saison, ist Christoph Laporte.
Der ist ja so früh abgehängt worden. Also der Dann fährt ein ganz schlechtes Jahr, finde ich. Großschadner ist eben, aber da weiß man natürlich nicht, was war Teamtaktik. Kann auch sein, dass die gesagt haben, komm, lasst euch alle zurückfallen bei UAE, weil da Ja, war ja gut, die haben kein. ja alle gearbeitet. Also das finde ich jetzt ist nicht so Ja. schlimm. Ja, gab es einige, die enttäuscht haben auf jeden Fall, ja, finde ich auch. Vor allem Dann hat mich für. tatsächlich, weißt du, wer mich auch enttäuscht hat, ist Thorstein Train. Ja, der ist ganz weit hinten Der ist reingekommen. ja, wann war das, vorletztes Jahr oder letztes Jahr, eine richtig geile Dauphiné gefahren, wo der, glaube ich, Fünfter wurde oder Ja, Sechster oder so. der hat schon ganz lange jetzt nichts mehr gezeigt, muss man sagen. Und, ja, der Und ist ja dann mal gestürzt. man kann natürlich auch sagen, dass Florian Liebowitz enttäuscht hat. Ja, muss man aber vielleicht auch, vielleicht sind da einfach die Erwartungen auch ein bisschen zu hoch, weiß ich nicht. Ja gut, wenn du so fährst, wie er bei der Romandie gefahren ist, dann brauchst du dich über die Erwartungen ja nicht beschweren. Das Ding Na, ist aber halt eher, dass die aber Teamtaktik eine ganz andere ist. Die wollen mit ihm ja gar nicht auf GC fahren. Das muss man halt einfach genau, und beachten. dann ist, also das, also ich meine, genau, und aus dem Grund finde ich das jetzt okay, was er, Ist es auch also das ist absolut. Ich ja. sage nur, viele wird das wahrscheinlich enttäuscht haben, aber ich finde es völlig legitim. Ich gehe davon aus, dass sie eh schon den Druck grundsätzlich rausnehmen wollen, indem sie ihm sagen, du bist bloß Helfer, brauchst den letzten Anstieg gar nicht hochfahren. Also weißt du, wie ich meine? Das weiß ich, ja, genau, also das ist, ja, weiß ich nicht, ob man so den Druck rausnimmt, aber ja, vielleicht ist es einfach so, dass das, also ich finde, Martinez war halt super stark, und das ist, also was super stark, weiß man jetzt auch erst ab heute, aber auf jeden Fall ist jetzt eh schon klar nach der ersten Etappe, dass bei Bora Hansgrohe der Martinez der Kapitän sein wird. Ja, das haben sie Und auch gesagt, ganz eben. ehrlich, persönlich wäre ich jetzt auch überrascht gewesen, wenn Lipowitz hier beim Giro auf Gesamtwertung fährt, aus dem Nichts raus, erste große Rundfahrt. Ja, eben. Die haben ja auch die ganze Zeit kommuniziert, dass Lipowitz dabei ist als Helfer und dass Martinez der GC-Fahrer ist. Und das ziehen sie auch durch und das finde ich auch richtig so. Es passt schon. Martinez muss halt liefern, aber das traue ich ihm schon zu. So, Sprintwertung, Germani, easy. Und Bariani holt sich Geld für die Teamkasse. Ja, das ist natürlich unser Ziel. Also ich glaube, der Honoré, der wird nicht lange in dieser Spitzengruppe sein, der keucht ja jetzt schon. Ja, wie findest du eigentlich das Sondertrikot von EF? Das sieht man hier ja auch. Gefällt mir dieses Mal nicht. Gefällt dir nicht? Nee, ich finde, EF hat sonst so geile Trikots mit ihrem Pink. Ja, keine Ahnung. Gefällt's dir? Also es ist auf jeden Fall nicht das Hässlichste, aber es macht jetzt, also es sticht halt überhaupt nicht raus. Also, nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gefallen, da finde ich einige schöner, muss ich sagen. Mhm. Pogacar fährt ganz schön oft jetzt hier im Wind in der Gegend rum, also der wird hier vielleicht sich ordentlich übernehmen heute. Pogacar wird, also ich bin ja eh gespannt, der hat jetzt die erste Etappe schon gewonnen. Ich bin mal gespannt, wie viele Etappen der überhaupt jetzt dann Ja, gewinnt. bei uns, ja. Ja, das wird, eigentlich wird's krass, also wir sollen da eine Chance haben, ey. Also in Real, wenn Pogacar gesund durchkommt, ganz ehrlich, und wenn der auf einen auf Kannibalen macht hier, dann gewinnt er bei dem Giro sechs Etappen oder sieben.
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass du bei dem Giro die ersten zwei Etappen Gas geben kannst. Okay, aber dann musst du dich rausnehmen. Wenn du dann meinst, du kannst dann auf der vierten und auf der fünften nochmal irgendwo mitsprinten oder sonst was, macht er ja nicht, weil da gibt es eh nichts zu holen. Aber wenn der meint, auf jeder Etappe Vollgas zu fahren, als wäre es ein Eintagesrennen, dann wird der weder die Tour noch den Giro gewinnen. Also wenn der nicht anfängt, sich zusammenzureißen, wird der den Giro nicht gewinnen. Das sage ich dir jetzt schon. Aber der wird sich Ja, aber zusammenreißen. Der muss meinst du sich. nicht, dass der Unterschied zur Tour ist, dass er sich beim Giro dieses Mal erlauben kann? Weil ganz ehrlich, gegen Nee, Geraint Thomas kannst du dir kann auch, nicht also erlauben. nichts gegen Geraint Thomas, der ist jetzt wie 37, Kannst du dir 38. nicht erlauben. Weil du auf der, ich glaube, vorletzten oder drittletzten Etappe, ich weiß jetzt gar nicht welche, wenn du da einfach schon zu viel Gas rausgegeben hast, verlierst du 10 Minuten auf der Etappe. Also das kannst du dir nicht erlauben, fertig. Bin ich fest von überzeugt. Oh, was für ein Pech. Gebreizter Bier ist jetzt zweimal gestürzt. Aber der ist immer noch im Feld. Nicht so schlimm. Das geht schon. Die steigen jetzt richtig aufs Tempo da vorne. In der Gruppe? Ja, im Feld fahren sie auch richtig gut. Also sind ja jetzt schon rangefahren, bis auf eine Minute. Das ist schon nicht ohne. Boah, fahren die jetzt da Vollgas hier. Und wie lief's? Ich konnte es leider nicht sehen. Nicht gut. Nicht gut. Nee. Was sagt er mir hier? Kovili hat 2 Punkte geholt. Stark. Naja, ist natürlich nicht stark. Also DSM mit Bardet macht hier brutal Tempo. Ich befürchte, dass Bardet richtig gut in Form ist. Ja, die geben die ganze Etappe schon Gas, also da bin ich mal gespannt. Der ist halt nicht so elend lang, der Berg, aber kann man schon was verlieren. Alter, wie ihr reinbrettet, dann geht's euch noch gut. Okay, das wird mein Untergang jetzt. Alter, was für ein Tempo. Ich bin immer noch im Bergtrikot. Mal gucken. Ja, da konnte ich jetzt gar nicht mitfahren vorne. Wollte ich auch gar nicht. Groves gestürzt.
Es sind immer noch 151 Fahrer, trotz dieses kranken Tempos. Ja, aber das hat schon ordentlich wehgetan. Also. Also der Pozzo Vivo ist nichts, ist keiner, der gut im Feld fahren ist. Ja, Oh das wäre nein, schwer mit das ist Pozzo. natürlich jetzt ganz blöd. Was ist passiert? Piganzoli ist Oh shit. gestürzt. Oh shit, aber er ist noch im Feld, den holst du wieder rein. Ja, aber der ist jetzt ganz zurückgefallen aus ans Ende des Feldes. Also das ist natürlich am Anfang des Berges. Es kostet natürlich jetzt so viel Energie. Oh, come on. Okay. Ja, diesen Sprint, da mache ich nicht mit. Welch Sprint? Ja, weil die da gerade in den Berg reinsprinten wie So. sonst was. Ja, okay. Kommst du wieder vor? Ich bin halt ganz hinten. Ich war ganz vorne, ich bin jetzt ganz hinten. Also ich fahre jetzt eh mein Tempo. Das macht keinen Sinn, da jetzt nach vorne zu sprinten. Das ist ja völlig irrsinnig. Das ist natürlich jetzt schon bitter, direkt zum Anfang. Aber schauen wir mal. Dreiundvierzig sind wir noch. Bist du da vorne dabei? Nein, nein, natürlich nicht. Ich bin ja hinten. Was soll ich machen? Nein, was macht ihr denn? Oh Mann. Pogacar gewinnt vor Maika Doppelsieg. Krass. Wo bist du? Ich komme jetzt rein als Siebter und Achter. Okay, das ist natürlich ein Witz. Lipowitz kommt rein als 14. Stark. Thomas hat heute dick verloren. Du kommst jetzt rein als 19. Schon 2 Minuten verloren. Das ist natürlich blöd. Ja, aber ich Naja. glaube, also da müssen wir jetzt klug fahren bei diesem Giro. Und ich glaube, dass wir beide Top-10-Chancen haben. Naja, gut, wenn du am Fuße des Anstiegs von ganz vorne vom Feld zu ganz Ende des Feldes ist halt vorbei. Kommst Ja, du niemals mehr aber vor. das ist ja nicht deine Schuld oder so, das ist halt Pech, das kann mir passieren, das kann jedem jetzt hier Naja, passieren. aber es ist halt schon, ist halt bitter. Aber dafür hast du 19. Platz, dafür hast du dich echt gut geschlagen. Übrigens auch stark hier einer Rubio auf Platz 6, Michael Woods Dritter. Tratnik auf der 10 ist auch nicht schlecht. Giro, 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 Pizza passt al Mozio. Giro, 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 von Turin bis Rom. Giro, 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 ob Berg oder Sprint. Giro, 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 nur einer gewinnt.